Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3. Und heute spielen wir mal GTA 4, die Ballade of Ray Tony. Ich chill jetzt gerade noch in meiner Liste hier rum, da werde ich aber auch gleich mal rausgehen. Und ja, GTA 4, wie schon gesagt, ist heute angesagt, The Ballade of Ray Tony. Und solange das jetzt läuft, wir werden nämlich gleich in den Multiplayer sozusagen joinen. Und ja... Dann können wir loslegen. Ich muss jetzt hier nur noch meinen Startdurchschnitt schnell ändern. Bitte verzeiht mir bitte. So, morgen ist Zockertag. So, was machen wir jetzt? Ja, schreiben wir mal on air. So, da wissen die Leute auch, was los ist, Digga. So, muss nämlich noch mal den Posteingang checken, Digga. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe nämlich Privatsphäre drin. Für meine PSN-Freunde, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, kann ich die nicht einsehen, das funktioniert nicht. Michi229 hat zum Beispiel eine Spieleinladung geschrieben. Das ist natürlich problematisch bei 16 Leuten und bei 16 verschiedenen Spielen, Digga. Gucken wir mal, wer alles online ist. Yannick99, Digga. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Hier, X-Freaks, Knifesflash, Shadow45 am Stand. Ninex, sowas los auf dem Funihoof. Montana Black nach sich entwickelt sich langsam wirklich zu einer richtigen Rampensau, Digga. Dann müsst ihr auf jeden Fall mal drauf, einfach Montana Black 88 auf YouTube eingeben. Da kommt nämlich ein richtig geiler Typ. Der macht etwas so. Hallo meine Call of Duty Freunde. So, ich habe zwar noch eine Latte in der Hose, aber ist ein richtig cooler Typ. Also der müsst ihr einfach mal sehen, live sehen. Marius Mark, Michi229 hier. Marius Mark 1904. Das sind zwei Brüder. Durchzocken, ja. Lupus Wolf 18, Digga. Karimus End. Lupus Wolf. Dennis Palla. Oh, und die ganzen anderen, Digga, wie zum Beispiel der Agent Alex Q11, Digga. Die gute Chiller. So, lädt die Ballade auf Getoni, das ist ein Checkers, Digga. Da bin ich schon hier in voller Montur, so sehe ich aus. Ja, moin moin. Ich spiele natürlich auf der PlayStation 3, Digga. Auf was anderes kommt mir gar nicht in die Tüte. So, schnelles Spiel. Und jetzt geht's los. Jetzt spielen wir Multiplayer. Mal gucken, was wir so finden. Vielleicht finden wir ein paar Leute, die wir kennen. Manchmal bin ich auf Leute gestoßen, die kenne ich. Also hier ist nicht immer PSN Freundesliste, aber die kenne ich trotzdem. Ist echt lustige Sache. So, ich hoffe natürlich jetzt, dass keine Hacker-Lobby zustande kommt, weil das wäre natürlich absoluter Bullshit. Auf Hacker habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Das wäre echt scheiße. Um es mal nett auszudrücken. X the Doctor, Sie haben eine Freundesanfrage erhalten. Digga, tut mir leid. Kann ich leider nicht annehmen, weil ich schon einem anderen versprochen habe, dass ich ihn anderen annehme. Den Mark. Den werde ich nämlich annehmen heute. So. Ihr könnt ja jetzt schon mal ein bisschen vorspulen, Leute. Weil das sieht noch ein bisschen gut aus. Meine PS3, die leuchtet schon unten gelb. Das heißt, wir müssen jetzt gleich ein Spiel beitreten. Oh, ja, das hat lange gedauert. Aber irgendwann mal kommt alles zustande. So. Moin, moin, ja, da bin ich. Hier in der Lobby. Und noch keine Hacker an sich. Aber wir haben jetzt eine geile Karre am Start. Eine richtig geile, eine Krovette. Versteht ihr? Krokette? Kartoffelkrokette oder was? Ja. Krovette. Auf jeden Fall, das ist eine Krovette. Geile Karre. Oh, vielleicht können wir uns jetzt gleich noch einen Heli abstauben. Sieht aber nicht so aus, Digga. Oh, Scheiße. Oh, Alter, das gibt's nicht. So, er ist erstmal weg hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich will es dann machen. Komm, 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 komm. Ja, endlich mal Leute, die mich jetzt neu kennen hier. Endlich mal in 720p. Spawn war, habe ich immer nur in 400p aufgenommen, weil ich nicht geblickt habe, wie das geht. Ich musste nämlich auf Ding eingehen, auf Systemeinstellung. Und dann auf 720p machen. Full HD mache ich nicht, das dauert schon 7 Stunden, der Upload. Ja, genug geredet hier, jetzt wird gezockt hier. So, jetzt werden wir erstmal einen Amoklauf machen hier und ganzen Leute abballern. Boah, yes, Digga, so sieht's aus. Das ist die Karre von Bordellbetreiber hier. Ja, 15.000 PS unter der Haube. Ah, da steckt was drin, da. Leute, ich finde irgendwie heutzutage ist einfach so, dass, wenn es um Let's Plays geht, die meisten,
nur auf eine Schiene gehen. Das ist zum Beispiel, die einen machen nur Black Ops. Natürlich ist das in Ordnung. Es gibt Leute, bei denen passt es einfach. Aber es gibt Leute, die spielen nur Call of Duty Black Ops. Ich habe viele Abonnenten, die spielen nur Black Ops. Das ist ein absolut Black Ops-Suffi. Das ist absolut cool. Ich bin ja auch ein Black Ops-Suffi. Aber Leute, es gibt da draußen noch andere Spiele, die einfach verdient haben, ein bisschen ins Licht gerückt zu werden. Weil GTA 4 ist auch wirklich mal eine Abwechslung. Weil da ist einfach... Das zeichnet Zocker. Das ist ein typisches Zockerspiel. Damals Tetris, Leute, als dieses Ganze entwickelt wurde, so... Ich will einfach nicht, dass wir die Wurzeln des Gamers verlieren. Und dann müssen wir natürlich auch solche Spiele spielen. Das ist nämlich ein richtig Klassiker, Digga. Ah, ich liebe GTA 4. Und da brauchst du auch wirklich die minimalste Internetverbindung. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. In Call of Duty Black Ops 2. Viele Leute schreiben ja immer die Beschreibung hin. Hey, Black Ops funktioniert nicht. Es baut keine Internetverbindung auf. Ihr braucht Breitband-Internet bei Black Ops. Also ein richtig gutes Internet, glaube ich, um Black Ops zu zocken. Einwandfrei zu zocken. Und GTA 4, das läuft... Selbst bei der mickrigsten Internetleitung funktioniert das. Ihr könnt selbst euer Handy nehmen, Hotspot an und ihr könnt GTA 4 spielen. So läuft das hier. Echt geiles Ding hier. Guck mal hier. Ich freue mich schon auf GTA 5, Leute. Habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt. GTA 5, boah, ein richtig geiles Spiel. Die Trailer müsst ihr euch mal reinziehen auf der offiziellen Seite von Rockstar Games. Richtig cool so. Es gibt Weinberge so. Ihr könnt Fallschirm springen. Es gibt U-Boote. Es gibt einen Hund. Es gibt alles! GTA 5 wird der absolute Burner werden, sage ich euch. Und es wird noch dieses Jahr erscheinen. Das ist noch geiler. So, liebe Abonnenten, ich habe jetzt noch leider eine sehr traurige Nachricht. Ja. Wie heißt die traurige Nachricht? Ich bin jetzt 2 Wochen offline. 2 Wochen offline, aber ich werde natürlich ganz normal meine Zockertage machen. Ich bin 2 Wochen offline, das heißt, auf dieser PS3 werdet ihr sehen, YouTube Gamescom 2 Wochen nicht angemeldet. Das heißt, ich bin weder geblockt, gesperrt oder ich habe meine PS3 aufgegeben. Nein, Digga, ich muss einfach nächste Woche arbeiten, an meinem freien Tag, an Dienstag und Mittwoch, weil eben diese Basel World ist, eine Uhren- und Schmuckmesse, Digga, hat nichts mit PS3 zu tun oder mit Games. Aber das ist so eine Uhren- und Schmuckmesse und ich bin ja Koch vom Beruf. Koch und leidenschaftlicher PS3-Zocker. So, und jetzt ist es natürlich so, als Koch ist man natürlich immer, ja, ich sag's mal ganz hart, der Arsch. Man ist immer der Arsch, man macht das frei wieder abgezogen, man kriegt kein Geld, es ist scheiße. Auf jeden Fall bin ich da halt nicht online. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, Leute, nicht wundern. Und, jo, was soll ich sagen? Wir haben noch Aufnahmezeit von 1 Minute. Jetzt machen wir noch einen Drive-Base. Knallen wir mal ein paar Leute ab. Das habe ich noch ganze Zeit noch gar nicht gemacht hier. Burn, yes! Guck mal hier. Schnellfeuer. Ah, komm. Komm. Ah, ich treffe die nicht. Ah, weg hier. Oh, der Bulle noch hier. Den Bulle noch. Also Leute, ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao! Und immer fleißig zocken!